Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS17 aus Auenbach. Ja, was steht an? Wir haben Schweinefutter bestellt. Unsere Schweine sind ein bisschen, naja, sie sind noch nicht futterlos, aber sie hätten gerne wieder was. Dementsprechend haben wir Schweinefutter bestellt. Allerdings ist der große MB-Truck gerade dabei, da hinten die beiden Felder zu pflügen. Also sprich, Micha hat sich den großen MB-Truck gekrallt. Ein bisschen blöd jetzt, Paletten zu holen, zumal ich die Misere mit der anderen Palette hatte. Aber wir sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Gerhard hat einen neuen Traktor besorgt. Er sagt, der steht vorne neben deinem Auto in der Halle. Ich wage es zu bezweifeln, dass es unbedingt so deutlich besser ist. Schauen wir mal. Das wäre dann also diese Halle. Ja, deutlich besser. Mhm. Gut, dass ich Säcke bei dem Herrn Meier bestellt habe. Ach, du ahnst es nicht. Ein T16M. Ein Sashi, glaube ich, ne? Ei, was für eine Möhre. Aber, da können wir die Säcke gleich auskippen. Ja, perfekt. Ja, dann. Ja, siehst du, ein Sashi. Alter, was für eine Möhre. Schauen wir doch mal. Oha. Dem sollte man aber hier nicht lange stehen. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Licht? Geht. Blinker? Geht auch. Alles klar. Ja, dann wollen wir doch mal ein bisschen Futter holen, ne? Geht die Rundumleuchte? Oh ja, das ist gut. Na dann. Gut, dass wir nicht so weit haben zum Landhandel. Da habe ich mir was eingebrockt, ne? Ich sollte nicht immer auf Gerhard hören, wenn er sagt, er hat da was Passendes. Eieieiei. Gut, dass ich zu dem Herrn Meier gesagt habe, leg das gleich auf den Haufen. Ne? Habe ich wenigstens ein bisschen Zeit dazu. Muss ich so weit laufen? Ah, was eine Möhre. Ja, einige haben schon in die Kommentare geschrieben. Ich weiß, es gibt eine neue Version. Ja, da sind Zwiebeln und Karotten bei. Da sind auch noch ein paar Hotfix bei. Was mich an der Sache ein bisschen stört, ist der neue Spielstand. Denn, ich sag mal, ihr wisst, wir sind jetzt beim 26. Video. Und da ich die Videos aneinanderhängend mache, wisst ihr, wie viel Zeit da drauf geht. Ja, ein bisschen was muss ich immer zwischendrin machen. Oh, guck mal hier, Haufen. Und dementsprechend ist es... Ah, ich weiß es nicht, wie ich das genau mache. Ich werde mich wohl mal mit denen in Verbindung setzen, ob ich tatsächlich... Oder ob es eine andere Möglichkeit gibt, weil... Eigentlich möchte ich keinen neuen Spielstand anfangen. Wenn ich ganz ehrlich bin. Weil es ist schade, bis dahin wieder zu kommen. Gerade auch Tiere, na gut, okay, das, ja, ich sag mal, das kann man sich alles wieder erarbeiten. Aber es ist halt immer schwierig, genau diesen Stand dann wieder zu kriegen, ne? Mal schauen. Außerdem habe ich auch noch nicht gesehen, dass es, wir reden jetzt von einem vernünftigen, eine vernünftige Erntemaschine für Zwiebeln und Karotten gibt. Also, vielleicht habe ich es auch einfach übersehen, aber ich kenne es noch aus dem 15er, da gab es quasi zwei Wagen. Und nein, es ist kein Karotten- oder Rübenruder gewesen, sondern es waren tatsächlich zwei, ja, anders aussehende Anhänger. Und, na, komm her. Und die waren dann halt dafür zuständig, dass man damit Karotten und Rüben machen konnte. Karotten und Zwiebeln machen konnte. Habe ich ja auch quasi auf der Gaben des Kaukasus, da habe ich es auch gemacht. Da habe ich mit Zwiebeln und Karotten schon gespielt, klar. Ich habe auch auf der Ackendorf, die ist ja von den gleichen Machern, da habe ich auch mit, na, wie heißen die Dinger hier nochmal, Spinat und sowas gearbeitet, der ein oder andere wird sich erinnern. Aber da hatte ich auch die passenden Gerätschaften dafür, um das so abzuernten. Wenn ich da keine Gerätschaft zu habe, ist es echt schwierig. Und nur deswegen jetzt komplett alles neu machen? Ich weiß nicht.
Also schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr das ein bisschen anders seht. Aber ich bin da noch nicht so ganz von überzeugt. Lass mich natürlich gerne vom Gegenteil überzeugen. Ich habe auch nicht so die Zeit, sage ich jetzt ganz ehrlich, das alles wieder auf den neuesten Stand zu bringen und komplett von vorne anfangen. Da sagt er auch irgendwann mal, sag mal, bist du doof oder was? Alle zwei Tage hier neu anfangen? Ja, auch Schwachsinn. Und das, die Map läuft ja. Na, wir schauen mal. Er denkt übrigens dran. Morgen Abend, 20 Uhr. Livestream. Old Streams Map mit alten Fahrzeugen. Also der Name ist Programm. Schaut rein, ab 20 Uhr. Uns fehlen noch nicht mehr viele Abonnenten. Wir haben noch 9 Abonnenten, dann ist die 100 erreicht. Die erste, oder der erste Meilenstein, den wir erreichen wollen. Wäre schön, wenn wir das noch schaffen. Ich bin da zuversichtlich. Achso, falls ihr euch fragt hier, ne? Grashaufen. Ich habe hinten Gras reingekippt, bis es voll war. Wir haben doch deutlich mehr Gras rausgekriegt als erwartet. Ergo musste ich ein bisschen was woanders lagern. Geht dann quasi wieder in den ins Silo. Also Silage, vielleicht schmeißen wir die Silage auch einfach oder verkaufen die auch erstmal. Nicht wegschmeißen. Verkaufen die erstmal. Also sprich, wenn wir das zweite Mal die Futtermischstation aufgefüllt haben, mal gucken. Auf jeden Fall, das Gras kann da nicht lange liegen. Im Moment ist Sonne, aber sobald Regen angesagt ist, muss das da weg. Mal gucken. So, meine Schweine. Oh, oh, nicht zu weit. Einmal Futter für euch. An sich ist das echt ein schöner Traktor. Oha, oh, oh, da kommen sie. Dreck habt ihr auch schon wieder gemacht. Ihr seid kleine Schweinefakels. Achso, ich habe übrigens... Seht ihr das? Die Palette ist weg. Ja, jetzt fragt ihr euch, wie habe ich das gemacht? Anheben ging nicht, dafür war sie zu schwer. Aber ich hatte beim Befüllen des Silos ein bisschen... War ich ein bisschen übereifrig. Und habe fast die komplette Anhängerladung hinter das Silo gekippt. Und musste mir dementsprechend ein Fahrzeug besorgen. Leihen. Um das da wegzukriegen. Und rein zufällig konnte ich mit diesem Fahrzeug die Palette da rauskriegen. Und ja, dementsprechend ist sie weg. Weil die hat mich echt gestört. Ach so, wie viel Futter haben wir denn jetzt? Ah ne, das gucken wir mal, nachdem wir die letzten... Ja... Ich bin mir auch immer noch nicht sicher, welches Feld ich hier genau kaufe. Okay, ob ich überhaupt ein Feld kaufe. Ne, sollte ich doch das neue Update da benutzen müssen? Es gibt so einige Sachen, die mich hier so ein bisschen stören, ne? Also gerade dieses Problem, was Giants hier allgemein hat. Ne, mit den Grasflecken. Das ist das Einzige... okay, einiges. Hm? Das ist das Einzige, was mich tatsächlich stört. Aber da können die Mapper nichts für. Da haben die gar keinen Einfluss drauf. Das ist ja nicht nur auf der Map. Auf der Old Streams ist es auch okay, ein bisschen weniger. Aber selbst auf der Gold Chest, da wo ich die Fahrzeuge mal vorher teste, ist es auch. Ja. Und wenn es an einem Mod liegt, dann weiß ich nicht an welchem. Also ich hatte schon mal einen im Verdacht. Allerdings war es mit einem anderen Fahrzeug genauso. Dementsprechend kann es nicht daran gelegen haben. Na, müssen wir mal sehen. So, ich hoffe mal, bis zur nächsten Folge ist das Kraftfutter soweit, dass wir die Kühe füttern können. Huch. Das wäre ja nicht schlecht. Und ansonsten, wir haben auch noch ein Feld zum Aussehen. Micha flügt's gerade, grubbert's gerade, geflügt werden muss es ja nicht. Aber wir müssen uns auch noch ein Feld kaufen, aber von daher. So ein bisschen was, ne? Haben wir da noch vor uns. Ich möchte euch auch nochmal darauf hinweisen, ja, es haben schon einige Leute sich für die Losberg ausgesprochen, es steht 7-2 bei dem Infovideo, aber ich habe bis jetzt nur einen Namen für einen Lohnunternehmer. Das ist mir zu wenig. Also wenn
ihr da Interesse dran habt, dann schaut euch das Losback-Video nochmal an. Lasst einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten da, wenn ihr es wollt oder nicht wollt. Und bitte gebt einen Namensvorschlag. Jeder kann einen Namensvorschlag einbringen. Also das ist überhaupt kein Thema. Ja. Wir führen hinterher einfach mal eine Abstimmung oder ich suche mir einen aus, je nachdem. Und dann schauen wir mal. Aber bitte beteiligt euch noch. 7-2 ist mir bei 91 Leuten ein bisschen zu wenig. Ne? Traut euch, ihr habt nichts zu verlieren. Okay, ihr habt auch nichts zu gewinnen. Ne? Außer, dass ich euch noch mehr auf den Sack gehe. Ja, wäre schön, wenn sich da noch ein paar Leute beteiligen würden. Schaut's euch an. Ist auch nicht lang, geht nur 6 Minuten. Das ist zu verkraften. Und dann Daumen nach oben für ja, ich will. Daumen nach unten für nö. Und einen Namen für ein Lohnunternehmen. Sodass wir da demnächst auch mal tatsächlich vorankommen oder auch mal starten können. Mit dem Projekt. Oder halt auch nicht. Ja, Schätzelein, du wartest noch, ne? Jo. Moin. Und ganz wichtig bei Losberg ist auch, ihr sollt nach dem gehen, was ihr wollt. Ja? Also nicht jetzt einfach nur so, hoch, ja, kann er ja mal machen, wir machen mal ja, ne? Obwohl ich das eigentlich gar nicht so irgendwie angucke dann. Nein. Deswegen die Abstimmung. Es muss einfach sein, dass ich genau weiß, ob ihr es wollt, weil da ist Arbeit mit verbunden, viel Arbeit. Und wenn ihr das nicht wollt, also wenn ich dann nicht, ich sag jetzt mal, wenn die Leute sich das nicht anschauen, dann ist es schade um die Arbeit. Sage ich euch, wie es ist. Von daher, offen und ehrlich. Und es ist anonym. Es reißt euch keiner den Kopf ab, wenn ihr Nein macht. Aber wir haben übrigens mehr Schweine als nur 6. Ich glaube, wir haben 6 Namen mittlerweile. Also Leute, gebt euch da ein bisschen Mühe, ne? Wir brauchen noch ein paar Namen. So, guck mal, das lippt doch hier, du. Also dieser Traktor gefällt mir. Trotz dafür, dass es so ein kleines, so eine kleine Knatterkiste ist. Also gefällt mir. Gerade was dieses Aufladen geht. Okay, der Haufen sieht ein bisschen komisch aus, der da vorne dann drin liegt, aber der gefällt mir. Wo ihr den kriegt, muss ich euch nicht sagen, ne? Also, dass ihr dafür auf Forbidden Mods geht und ihn da runterlädt, das muss ich euch nicht sagen, ne? Gut. Selbsterklärend. Ja, letzte Fuhre, dann gucken wir mal. Das sind dann 1,3 macht 2,6 macht 3,9. 3.900 Liter neues Futter dazu. Boah, ja, der verbraucht 10 Liter die Stunde. Okay. Kleiner Säufer, was Sprit angeht, würde ich sagen. Im Leerlauf 0,3. Und auf Vollgas liegt er bei 10, über 10 Liter. Roter Bereich. Vollgas sind 22 km/h, ne, Leute, immerhin. Wie weit ist denn Micha? Oh ja. Erstes Feld hat er fast fertig. Abgeprallt. Na, komm her. Darin bitte. Huch. Nee. So.
Nächster. Ist die Karte schon wieder weg unten? Ich denke immer nicht dran, dass wenn ich die Karte groß habe, ich danach nochmal drauf drücken muss. Na, komm her. Ah, okay, jetzt habe ich den Punkt gefunden, alles klar. Wird ja auch bei dritten Ladung. Macht es ja auch mal Sinn, dass man jetzt mal langsam den Einfühltrigger genau findet, ne? So, dass der Sack nicht immer durch die Gegend fliegt, so unkontrolliert. Und ja, ich weiß, der Sack ist eigentlich auf einer Seite offen. Und wenn ich ihn über Kopf halte, fällt es eigentlich raus. Ja. Aber die Säcke stehen leider auch nicht immer. Ja, da haben wir doch wieder einen Anhänger voll. Ein Anhänger. Mhm. Achso, habt ihr übrigens gesehen? Der Motor bewegt sich auch alle, ne? Hier. Läuft bei ihm. Also für einen Singleplayer auf jeden Fall zu gebrauchen. Multiplayer, ich glaube, er ist auf jeden Fall nicht Dedi geeignet, wenn ich es richtig im Kopf habe. Müsstet ihr aber mal genau nachschauen. Ob er so Multiplayer geeignet ist, kann ich nicht sagen. Na, normalen Multiplayer spiele ich ja nicht. Ist ja bei mir nur Dedi-Server oder halt hier Singleplayer. So, machen wir mal. Ich weiß auch gar nicht, was wollten wir pflanzen? Gerste wollten wir pflanzen, auf jeden Fall. Aber mal gucken, eigentlich müssten wir... Ja, wir brauchen mal ein kleines Feld. Vielleicht hole ich mir Feld 5 zuerst. Und unterteile das ein bisschen, dass ich da Rüben und Kartoffeln ansehen kann. Mal gucken, irgendwas machen wir da. Weil eigentlich ist ein so ein Feld ein bisschen zu groß dafür. Und 5 könnte ich so mittig durchschneiden. Mal gucken, das wäre eine gute Idee. Vielleicht kaufen wir uns erst Feld 5. Auf der anderen Seite Feld 8 ist gerade voll mit Mais, ne? Erntereif. Huch, das war ein Stück zu weit. Nee, passt. Ein Stück zurück, komm her. Ein Stück. Zurück. Bitte, danke. Ah, nee, jetzt hing ich da wieder. So, wie viel Schweinefutter haben wir denn jetzt? Ja, das geht wieder. Das ist gut. Also 44 Schweine, für die wir einen Namen brauchen. Das läuft. Gut, dann kommen wir für die Folge für heute zum Ende. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, einen Daumen hoch und einen Kommentar da lasst. Wie gesagt, schaut euch das Losberg-Video an. Ganz wichtig. Und schaut euch die Videos von Larus an. Das ist auch ganz wichtig, dass er auch ein paar Aufrufe kriegt. Ne? Lasst ein Like bei ihm da. Schaut es euch einfach an. Würde mich freuen. Und denkt dran, morgen 20 Uhr Livestream hier bei uns auf dem Kanal. Und dann wünsche ich euch eine schöne Nacht, schönen Morgen. Ne, schönen Abend, schöne Nacht, schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch dieses Video anschaut. Und sag, bis zum nächsten Mal.